Und jetzt zählen wir 1 und 2 zusammen auf unser angeknuspertes Ciabatta. Muss natürlich noch unsere Tomatenmischung und die kommen natürlich jetzt oben drauf. Und welche Zutaten wir hiervor brauchen, die stehen auf dem Tisch. Und für unser Bruschetta brauchen wir eine Schüssel und 2 Löffel Bruschetta-Gewürz, Olivenöl, dann natürlich, wie soll es so anders sein, ein Ciabatta, ein scharfes Messer, Zwiebeln, Knoblauch und unser Hauptdarsteller, Strauchtomaten vom Strauch. So sieht es nämlich aus. Und wie war daraus das wohl leckerste, beste und wohltuendste? Und wie wir daraus das wohl geilste, beste, wohlschmeckendste und wunderbarste Bruschetta von dieser Welt machen? Das zeigen wir euch jetzt. Als erstes müssen wir natürlich unsere Strauchtomaten schneiden, denn es ist Sommerzeit. Sommerzeit bedeutet Tomatenzeit. Erst im Sommer sind sie so richtig lecker und erst daraus wird das beste Bruschetta, was es einfach gibt. Deswegen ran mit euch, macht euch euer Bruschetta selber. Wir pflücken jetzt unsere Tomaten vom Strauch und schneiden die einfach in kleine Würfel. Also einfach so kleine Würfelchen und das macht sie mit allen Tomaten. Und so kleine Würfelchen wollen wir haben und das macht ihr einfach mit allen Tomaten. Dann schneidet ihr natürlich eure Zwiebel noch in kleine Stückchen. Und Knoblauch darf natürlich nicht fehlen. Und deswegen kommen da ganze 2 Knoblauchzehen rein in unserer gesamten Masse. Also ihr seht, relativ hoch, aber Knoblauch ist geil, Knoblauch ist lecker. Und Ilja Rogow hat schon immer gesagt, Knoblauch ist gesund. Und den schneiden wir jetzt noch ganz klein. Jetzt kommen unsere 3 geschnippelten Zutaten in einer kleinen Schüssel. Die werden jetzt vorsichtig miteinander vermengt. Dazu kommt ein guter Schuss Olivenöl und natürlich unser Bruschetta-Gewürz von Spice World. Dann werden wir das Ganze nochmal abschmecken und dann darf es ungefähr für 10-15 Minuten ziehen. Und ganz wichtig, nicht zu lange ziehen lassen, sonst wird unsere Masse dann nämlich zu matschig und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen 10-15 Minuten reicht völlig, dass es durchziehen kann und geschmacklich auf den absoluten Höhepunkt ist. Jetzt schneiden wir natürlich von unserem Ciabatta eine richtig schöne leckere Scheibe halt runter. Jetzt müssen wir natürlich unser Ciabatta noch ein bisschen beträufeln mit Olivenöl. Und dann ganz wichtig, eine längs aufgeschnittene Knoblauchzehe und dann wird es damit eingerieben. Und unser Ciabatta-Brot eingerieben mit Knoblauch und Olivenöl werden wir jetzt nochmal direkt anknuspern. Und schon macht's Ring Ring. Der Manuel kommt vorbei,
kommt vor die Kamera und dann wird probiert. Ring, ring! Und da bin ich. So sieht's aus. Gordon ist fertig mit unserem. Und jetzt kommt die große Frage. Wie heißt es? Bruschetta. Bullshit. Bei uns heißt Bruschetta. Weil das immer schon so hieß. Und das heißt nicht Bruschetta und das heißt auch nicht Knotschis. Genau, ich kann kein Sau aussprechen. Das heißt Knotschis, wie es auch Bruschetta heißt, nicht Bruschetta. Weil, muss ja schmecken. Also, guten. Schönen Gruß an alle Italiener da draußen. Genau. Wenn ihr mal wissen wollt, wie man es richtig ausspricht, kommt zu mir. Also richtig tut's haben, oder? Ja, das ist Bombe. Das weiß ich jetzt schon. Kann was. Noch voll schöner Knobi. Sehr geil. Hammer. Bruschetta, kann man nichts falsch machen. Sehr, sehr geil. Gut, gell? Schön nach Knoblauch. Das muss Bruschetta, muss halt richtig nach Knoblauch. Also so geht es mir immer. Bruschetta ohne Knoblauch ist einfach kacke. Ich gar nicht. Aber absolut schnelle Geschichte. Als Vorspeise zum Reichen ist das einfach Bombe. Ich esse es voll gern. Von daher würde ich sagen, bevor wir jetzt nochmal 20 Mal hier reinbeißen, das machen wir jetzt nämlich, wenn wir fertig sind mit der Kamera, würde ich sagen, macht's mit. Macht's nachher. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben dafür, würden wir uns riesig drüber freuen. Für euch nur ein Klick, für uns die halbe Welt. Oder ne, wie war doch so ungefähr? Das hat so ungefähr funktioniert. Wenn ihr Bock habt, uns einfach zum Sehen, dann müsst ihr uns abonnieren und die Glocke dürft ihr nicht vergessen. Richtig. Dann kriegt ihr immer eine schöne Nachricht aufs Handy, Tablet, Fernseher, was auch immer. Und dann heißt es wieder MG Barbecue Donnerstag 18 Uhr hat wieder ein Video hochgeladen. Richtig. Und zwar, dann seht ihr wieder, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Komm, warte mal. Cool, gell? Und Bock. Bombe.